Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Ich habe richtig leckere Sachen für euch heute vorbereitet. Und zwar was ganz, ganz Tolles und Schnelles und Einfaches, wenn sich jemand zum Kaffee anmelden sollte. Und zwar sind das richtig leckere, fruchtige Windmühlen mit einer Käsekuchencreme. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Zutaten, die Zubereitung und dann könnt ihr auch schon loslegen und das Ganze nachmachen. Ich würde mich super freuen, wenn ihr mir dann einfach ein paar Fotos zukommen lasst. Gerne auf Instagram oder auf Facebook. Alle weiteren Infos dazu, wo ihr mich noch erreichen könnt, findet ihr unten in der Infobox. Und jetzt viel Spaß beim Video. Und dazu brauchen wir auch wirklich nicht viele Zutaten. Wir brauchen ein Ei, etwas Vanilleextrakt, Speisestärke, etwas Zucker, einen Blätterteig, Beeren nach Wahl. Und ich habe jetzt hier 3 gehäufte Esslöffel Quark. Und ich rühre mir jetzt als erstes den Quark an. Und zwar gebe ich da einfach das Eiweiß mit dazu, dann den Zucker. Etwas vom Vanilleextrakt. Und einen Teelöffel Stärke. Und das Ganze wird jetzt miteinander verrührt, bis es einfach eine schöne homogene Masse ist. So, nachdem ich das fertig verrührt habe, kümmere ich mich jetzt um den Blätterteig. Den rollen wir uns einmal auf. So, und dann nehme ich mir einfach einen Pizzaschneider und schneide hier einmal in der Mitte durch. Ich habe es jetzt nicht so mit dem gerade Schneiden, aber das ist auch nicht so wichtig. Und dann schneide ich mir das Ganze in 8 Windmühlen, beziehungsweise in 8 Quadrate und daraus machen wir uns dann die Windmühlen. Und zwar nehme ich mir da einfach ein Quadrat für und schneide es an den Ecken ein, aber nicht ganz durch bis zur Mitte. Drückt das hier, wo es auseinander ist, ein bisschen zusammen. Dann gebe ich mir einfach einen Klecks von meinem Quark da drauf und drücke mir jetzt einfach immer die rechts liegende Kante nach innen. So, und dann kommen auch schon unsere Beeren zum Einsatz. Die setze ich jetzt einfach hier drauf. Dann kann das Ganze auch schon aufs Blech. Und meinen Backofen habe ich mir übrigens auch schon vorgeheizt. Und so mache ich das jetzt einfach, bis ich alle Windmühlen soweit fertig habe. Also wieder die Ecken einschneiden. Quark drüber. Verquirle ich mir das Eigelb noch mit 2 Esslöffeln Milch und streiche mir damit meine Ärmchen von den Mühlen ein, damit die einfach eine schöne goldgelbe Farbe bekommen. Und dann kann das Ganze auch schon bei 180 Grad in dem Ofen, einfach so, bis es wirklich eine schöne goldbraune Farbe hat. Ich sage euch dann nachher noch, wie lange die Backzeit war. So, meine Lieben, fertig sind sie, unsere Windmühlen mit einer leckeren Quark-Käsekuchenfüllung und mit den frischen Beeren. Ich finde besonders schön, wie die Himbeeren so verlaufen. Es gibt einfach eine wunderschöne lilane Farbe. Aber natürlich auch mit den Himbeeren und mit den Brombeeren schmeckt das Ganze wirklich super, super gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, der eine oder andere macht es mal nach. Denn es ist ja wirklich eine sehr schnelle und einfache Zubereitung. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal einfach wieder ein. Lasst mir doch gerne ein Abo da, würde ich mich mega drüber freuen. Und dann verpasst ihr auch kein neues Video mehr. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.